Einen wunderschönen guten Abend, Ladies, ihr Lieben. Hallo liebe Eva, hallo liebe Liz, hallo liebe Katzi und hallo liebe Steffi. Schön, dass ihr schon da seid. Und wir spielen heute das dritte Solo-Abenteuer aus der Einsteigerbox Das schwarze Auge, das Geheimnis des Drachenritters. Wir spielen das Abenteuer Diebesgut und bei mir begrüßen darf ich den lieben Akul von Barabak oder wie ihr ihn auch kennt unter Gaming. Servus Sven. Hallo. So, Sven, du hast mit Pen and Paper eigentlich noch gar keine Erfahrung, soweit ich das rausgehört habe. Nein. Schon aufgeregt? Sehr. Gut, ich auch. Ich bin immer aufgeregt bei diesen Streams. Hallo, Firel! So, und wir steigen gleich ein ins Abenteuer. Lieber Sven, magst du mal deinen Charakter, den Akul vom Barabak, kurz vorstellen? Gerne. Also, Akul von Barabak entstammt einer Kriegerfamilie, ne? Wurde in der Nähe des Klosters Loe geboren. Daher ist der genaue Geburtsort jedoch unbekannt. Seine Eltern Asil, der Vater, und die Mutter Nemora gelten seit einer Schlacht um die Burg Firnhagen als vermisst. Akul wurde in der Nähe der Burg Firnhagen, von zwei Mitgliedern eines Klosters namens des Klosters Loe aufgefunden und großgezogen. Ja, und als der Akul heranwuchs, erkannte er, dass er unerschöpfliche Kampfeskraft hat und scheute sich auch nicht, irgendwelchen Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Er half dann den Starken und den Schwachen. Ja, was Akul schätzt, ist Mut, Ehre, Kampf, das schätzt er ganz besonders. Ja, was er verabscheut, ist natürlich Heimtücke, Feigheit, Hinterlistigkeit. So, als Akul ungefähr das 19. Lebensjahr erreicht hat, beschloss er, ja, zur kaiserlichen oder königlichen Kriegerakademie zu gehen, in der Nähe von Dieselstein. Dort konnte er seine Fähigkeiten im Kampf, insbesondere mit dem Schwert, Schild, unter Disziplin halt weitaus verbessern und bestand auch die Ausbildung bei der Kriegerakademie als Bester seiner Klasse sogar und bekam somit auch natürlich seinen Kriegerbrief, Klammern Zeugnis, und streift seither als Söldner durchs Land, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Akku, sein Traum ist es, sich der königlichen Garde anzuschließen. Bisher leider noch, hat sich der Traum noch nicht erfüllt, aber wir schauen mal. Okay. Manche Menschen wirst du nie verstehen, dessen bist du dir sicher. Wie kann man nur einen Diebstahl begehen, überhaupt ein Verbrechen? Jeder Mittelreicher, ob er nun lesen kann oder nicht, ob er einer höheren Bildung genossen hat oder nicht, ob er in einer Stadt oder auf dem Land groß geworden ist, jeder Mittelreicher hat von den Geweihten lernen können, dass es die Götter gibt. 12 an der Zahl. Ein jeder und eine jede einem Aspekt der Schöpfung zugeordnet. So herrscht Effat über die See, Ingerim oder auch Angrosch genannt bei den Zwergen, ist der Gott des Handwerks, Peraine, die Göttin der Feldarbeit, und Breios ist der Oberste von allen. Er verpflichtet jeden Gläubigen zur Wahrheit, zur Aufrichtigkeit, zur Treue gegenüber dem Herrn und zum Glauben an das Gesetz. Es gibt Leute, die in Fex einen Widerpart ziehen, folgen manche seiner Anhänger doch dem Prinzip der Heimlichkeit und begehen sogar in ihren Augen ehrenhafte Diebstähle in seinem Namen. Was auch immer das sein mag. Logisch erscheint es dir jedenfalls nicht und richtig schon gar nicht.
Es gibt keinen Gott des Nichtmeeres oder des Unkrauts. Warum soll es also einen Gott geben, der Breios dem Gott der Ordnung widerspricht? Die Fex-Jünger, die in ihrem Gott den geschickten Händler sehen, müssen daher im Recht sein, zumal es ja auch noch die Göttin gibt, der du besonders nahe stehst, der Rondra. Rondra ist die Göttin des gerechten Kampfs, offen und direkt, frei von Ehrlosigkeit und Heimtücke. Während deiner Ausbildung zum Krieger hast du freilich gelernt, dass es auch Menschen gibt, die weder ehrenvoll sind, noch so kämpfen, aber es gibt auch das Gesindel, das Fex als Gott der Diebe huldigt. Du hast nicht gezögert, als du gebeten wurdest, ein paar Diebe zu stellen. Die junge Hauptfrau der gräflichen Garde Erlgard Hohenwald berichtete dir von einem jungen Paar, das eine wertvolle Kette gestohlen haben soll. Da sich die Garde um die Abwehr eines Ork-Überfalls in einem westlich gelegenen Dorf kümmern müsse, wurdest du gebeten, einen zweistündigen Fußmarsch in den Rohrwein alleine zu unternehmen. Der Rohrwein ist ein großer Wald, der beim Adel gerne für Jagdausflüge genutzt wird, weil er reich an Wild und arm an Bedrohungen wie Orkbanden sein soll. Gleich am Nordrand des Rohrwein soll ein Gebiet liegen, in dem auf einer Lichtung eine alte, längst verlassene Köhlerhütte steht. Gerüchte besagen, dass sich die beiden Diebe in diese Hütte zurückgezogen haben, da die beiden über keine bekannte Kampferfahrung verfügen sollen, liegt es nun an dir allein, sie zu stellen und die gestohlene Kette zurückzubringen. Schließlich hast du das kleine Wäldchen erreicht, in das nun der Pfad führt, dem du vom letzten Dorf aus gefolgt bist. Lieber Kuhl, willst du dem Pfad weiter folgen, was für dich sicher am bequemsten wäre, oder dich lieber etwas abseits durchs Unterholz schlagen, um nicht gleich und so leicht entdeckt zu werden? Ich würde mich abseits durch das Unterholz schlagen. Okay. Bequem ist da nicht, ja. Durch das Unterholz zu laufen, es sind relativ viele Wurzeln, dornige Sträucher, denen du ausweichen musst. Aber nach circa einer Stunde lichtet sich der Wald und du erreichst eine Lichtung. Die kleine Lichtung ist fast kreisrund, hat einen Durchmesser von circa 50 Schritt, also 50 Metern, und ist mit Moosen und Gräsern bewachsen. Wesentlich interessanter sind für dich aber die alte Hütte, die in der Mitte der Lichtung steht, und die beiden halb eingefallenen Köhleröfen. Somit hast du die Gewissheit, dass du eigentlich am Ziel deiner Reise angekommen bist. Wenn die Gerüchte wahr sind, die man dir erzählt hat, sollten sich die beiden Diebe hier aufhalten. Es wäre demnach wohl unklug, einfach auf die Lichtung zu gehen, ohne sich ein Bild der Lage gemacht zu haben. Du fasst also den Plan, dich hinter einem Gebüsch auf die Lauer zu legen und die Diebe ein wenig zu beobachten. Jetzt darfst du mal gerne eine Probe auf Intuition ablegen. Ja. Ja. Die du leider nicht geschafft hast. Du findest ein Plätzchen hinter einem dichten Busch. Es ist zwar nicht sonderlich bequem und der Busch versperrt dir immer einen Teil des Sichtfelds, egal wie du dich dahinter auch positionierst, aber immerhin, du bist verborgen.
Du beobachtest die Lichtung etwa eine Stunde lang, bis du dir einigermaßen sicher bist, dass sich die Diebe in der Hütte aufhalten und niemand sonst. Immer wieder machst du schemenhafte Bewegungen aus, bei denen es sich aber stets um dieselben zwei Personen handeln müsste. Du denkst, ein Mann und eine Frau. Er groß, stark und ungelenk und sie klein, zierlich und du vermutest sehr flink und beweglich. Du traust ihr zu, eine Diebin zu sein. Aber er wirkt eher tump und ungeschickt. Vielleicht ist er ja, denkst du, nur ein Schläger, der ihr Ärger vom Leib halten soll. Du darfst jetzt gerne mal eine Sinnesschärfeprobe ablegen. Ja. War unter Kampf, ne? Nein. Sinnesschärfeprobe findest du unter Talente. Unter Talente. Körpertalente. Okay, danke. Gerne. Davon abgesehen, dass es langsam zu dämmern begonnen hat und die Gelegenheit nun günstig für ein Eingreifen ist, hat sich nun auch eine Gruppe Ameisen in dein Gebüsch als Nahrungsquelle heraus erkoren. Es wird also Zeit zu handeln. Was möchtest du tun? Ich gehe auf das Haus zu. Also ich verlasse das Gebüsch. Mhm. Weil ich will ja nicht von den Ameisen geärgert werden. Und gehe auf das Haus zu und stell die beiden. Also du gehst so, du stürmst quasi so richtig auf das Haus zu und richtig. Pauken und Donnerschlag, okay. Genau. Du stürmst eben auf das Haus zu, ziehst im Ansturm quasi deine Waffe, legst deinen Schild an und mit der Schulter wirfst du dich gegen die morsche Holzkonstruktion, was die beiden offensichtlich noch Tür nennen. Die gibt sofort nach und schlägt krachend nach innen. Du machst bitte mal eine Körperbeherrschenprobe. Mhm. Also du gehst quasi, kann man sagen, durch die Tür durch die verschlossene, die fällt nach innen und stehst quasi jetzt da im Eingang und ruderst mit den Armen, sodass du dich gerade noch davor bewahren kannst, selbst zu stürzen. Und circa eine Handbreite vor deiner Kehle schwebt die Spitze eines Säbels, gehalten von der keck lachenden Diebin. Ihr deutlich größerer Gefährte steht hinter ihr und stützt sich auf eine Keule. Komm nur, Schätzchen, spottet die Frau. Wenn du dich in die Klinge stürzt, muss ich dich nicht einmal selbst töten. Du wirfst dich quasi wütend nach hinten, reißt deinen Schild hoch, als der Säbel, als sie ausholt und quasi der Säbel zu dir nach vorne schnell. So, und jetzt habe ich dir eine andere Szene vorbereitet. Ja. Die Diebin steht jetzt quasi so vor dir, du vor ihr.
und hinter ihr steht eben der Mann mit der Keule. Ich habe jetzt mal eine Begegnung erstellt. Ja. Und du darfst jetzt mal auf Initiative würfeln. Okay. Das heißt, du hast die höchste Initiative. Du darfst jetzt quasi den Kampf starten. Ist egal, wie ich auswähle, ne? Genau. Die Diebin steht vorne und hinter ihr steht momentan noch der Dieb. Hm. Kann nichts machen. Du hast jetzt mal die Diebin im Visier. Ja. Aber ich kann den Angriff nicht starten. Jetzt müsste es gehen, ne? Jetzt. Okay. Musst genau. Auch. Du bist jetzt momentan noch von ihr entfernt, das heißt, du müsstest auf jeden Fall noch näher an sie rangehen, um überhaupt sie zu erreichen mit deinem Schild. Mhm. Ja. Du schlägst auf sie ein. Und sie versucht natürlich gleich mal mit ihrem Säbel deinen Angriff zu parieren. Was sie auch schafft. Somit der Dieb, der kommt an ihr vorbei, versucht sich ein bisschen zwischen euch zu stellen, ja. Und nimmt dich ins Visier und greift dich auch sofort mit seiner Keule an. Doch leider hat er das ein bisschen unterschätzt. Auf der einen Seite zieht er sie noch nach hinten, mit der anderen Hand will er schon ausholen und verfehlt dich dadurch. Die Diebin zielt wieder auf mit ihrem Säbel und geht mit ihrem Säbel auf dich los und würde dich treffen. Dann nehme ich mein Holzschild und versuche den Angriff abzuwehren. Mhm. Ja, du hebst dein Schild quasi ihr entgegen, doch sie trifft leicht am Schild vorbei, führt ihren Säbel am Schild vorbei und erwischt dich am Oberarm. Ich versuche jetzt auf den Dieb oder ihren Bodyguard. Der hat ja nur eine Keule in der Hand. Da werde ich einen waffenlosen Angriff versuchen. Einen waffenlosen? Das heißt, du schmeißt jetzt die Waffe und dein Schild quasi weg? Nein, dann doch nicht. So, dann nehme ich das Langschwert. Okay. Und du würdest ihn auch treffen. Er versucht natürlich mit seiner Keule zu parieren. Aber schafft er in dem Fall nicht. Also du führst dein Schwert gekonnt an seiner Keule vorbei. Worauf er dich hin aber gleich wieder angreift. Und versucht dich mit seiner Keule zu erwischen, wo er abermals daneben schlägt. Die Diebin zögert auch nicht lange und schlägt mit ihrem Säbel wieder nach dir und würde dich treffen. Ich versuche den Schlag gekonnt auszuweichen. Mhm.
Hast du Hoffnung, dass er von Erfolg gekrönt ist? Leider nein. Sie erwischt dich, du hast jetzt auch schon richtig Schmerzen, ja. Und du darfst wieder. Du hast jetzt schon eine Stufe Schmerz, das heißt, ein Viertel deiner Lebensenergie ist schon verloren gegangen. Was bedeutet, dass für dich alle Proben jetzt automatisch um einen Punkt erschwert sind? Okay. So, ich greife den Dieb an mit dem Langschwert. Mhm. Weil das vorher auch funktioniert hat. Und er versucht wieder mit seiner Keule zu parieren, was ihm auch wieder gelingt. Also du schlägst wieder mit dem Schwert auf ihn hin, gekonnt hält er dir quasi seine Keule entgegen und du triffst leider nur seine Keule. Okay. Er wiederum setzt ihm gleich nach und schlägt wieder einmal an dir vorbei, also er braucht mehr Zielwasser. Die Diebin hingegen ist noch immer so, sie schmunzelt richtig, ihr gefällt es richtig, dass sie dich vorher so erwischt hat und haut dieses Mal leider auch total an dir vorbei. Mein Glück. So, ich greife den Dieb nochmal an mit dem Langschwert. Mhm. Ja, aber du, dir tut die Schmerz, der Arm schon richtig, ja, und leider schlägst du an ihm vorbei. Er wiederum setzt dem gleich wieder nach und würde dich diesmal sogar treffen. Zielwasser getrunken. So. Er hat eine Keule. Ich versuche, seinen Angriff mit einem Langschwert abzuwehren, also zu kontern. Und wieder, er trifft dich leicht, ja, und du bekommst quasi einen kleinen Schnitt am Unterarm. Hm. Die Diebin versucht auch wieder mit dem Säbel auf dich loszugehen, was ja auch gelingen würde. Versucht den Angriff auszuweichen. Mhm. In der Hoffnung, dass das von Erfolg gekrönt ist. Du versuchst dich gerade so zur Seite zu drehen, aber sie erwischt dich noch leicht. Du wärst wieder dran. Ich gehe jetzt einmal, ich probiere jetzt einmal den Angriff auf die Diebin. Okay. Mit dem Langschwert. Mhm. Da bin ich ja Meister drin. Du würdest sie auch treffen, aber sie versucht natürlich zu parieren. Und stolpert so richtig und fällt dir quasi noch ins Schwert hinein. Worauf der Dieb dich natürlich gleich wieder mit der Keule attackiert. Und perplex, wie sie quasi gerade in deine Klinge gestürzt ist, ist ja total erschrocken und haut abermals daneben. Die Diebin, auch total perplex noch und schlägt diesmal auch daneben. Ich starte nochmal einen Angriff auf die Diebin. Mhm. Auch wieder mit einem Langschwert. Ja, du führst ein Schwert von oben auf sie herab und sie versucht, dem auszuweichen, aber schafft es absolut nicht. Also du triffst sie abermals und du merkst, sie schreit auf. Oh, sie hat schon, also sie hat wirklich schon Schmerzen. Und der Dieb versucht dich wieder mit der Keule zu attackieren.
und ist natürlich nach wie vor total perplex und schlägt einfach an dir vorbei. Die Diebin wiederum, auch schon von mit schmerzverzerrtem Gesicht, versucht dich wieder mit dem Säbel zu attackieren. Aber du merkst schon, der geht es jetzt nicht mehr so gut. Und sie schlägt wieder an dir vorbei. Sie schafft es nicht, dich zu treffen. Dann greifen wir nochmal die Diebin an. Auch wieder mit einem Langschwert. Mhm. Du gehst wieder auf sie los und ja, sie schafft es nicht, deinen Hieb zu parieren. Und der Dieb ist wieder dran. Greift dich an und würde dich diesmal sogar treffen. Ich weiche seinen Angriff aus mit meinem Holzschild. Mhm. Oder ich versuche den Angriff zu kontern. Mhm. Was dir auch gelingt. Ja. In dem Fall ist jetzt die Diebin wieder dran und du merkst, sie will sich quasi vom Kampf lösen. Das heißt, sie macht jetzt einen Wurf auf Körperbeherrschung, der gescheitert ist. Sie hat versucht, quasi hier wegzulaufen, aber ist gleich mal gestolpert und liegt jetzt quasi hier auf dem Boden. Dann greife ich jetzt den Dieb an. Mhm. Mit dem Langschwert. In der Hoffnung, dass er auch gleich auf dem Boden liegt. Du würdest ihn auch treffen. Der Dieb versucht, dir auszuweichen. Was er nicht schafft. Und du merkst, du hast ihn auch erwischt und er schreit auf vor Schmerzen. Der Dieb wiederum schlägt wieder auf dich ein, also der ist auch schon richtig in Rage. Und hat einfach schon Schmerzen und schlägt an dir vorbei. Die Diebin rappelt sich hoch und entfernt sich weiter von dir. Ja, dann einen weiteren Angriff auf den Dieb mit einem Langschwert. Was du auch schaffst, ja, du lässt deine Klinge wieder auf ihn niedersausen und du merkst, du triffst ihn richtig in die Schulter rein. Und auch dem Dieb geht es jetzt nicht mehr so gut, ja. Er setzt zwar jetzt nochmal zum Angriff nach, aber wiederum, er schlägt einfach daneben. Die Diebin verkauert sich quasi hinten in der Ecke des Raumes am Boden zusammen. Und du wirst wieder an der Reihe. Okay, wir bleiben auch bei dem Dieb. Der Angriff erfolgt mit einem Langschwert, in der Hoffnung, dass der auch nicht mehr weit kommt. Ja, du schlägst abermals mit deinem Schwert auf ihn ein. Und er schafft es aber diesmal zu parieren, ja. Er greift dich wieder an. Mhm. Aber du merkst schon, er hat überhaupt keine Puste mehr. Also bei ihm geht schon ziemlich schlecht. Wow. Wonach du wieder dran wärst, lieber Cool. Ja. Diesmal greifen wir ihn mit dem Holzschild an. Mhm. Du willst ihm quasi mit dem Schild eine mitgeben. Das schaffst genau. Du auch. Genau, auf die Nuss gehen. Ja. Er versucht auszuweichen, was er in dem Fall auch schafft. Du hörst plötzlich hinter dir eine dir bekannte Stimme rufen: Haltet ein! Haltet ein! Senkt die Waffen! Und ja, du bist an der Reihe. Eine Stimme rufen von. Ich würde erst mal schauen, wer da ist. Mhm.
Genau. Es steht die Wachfrau, also die Hauptfrau der Garde hinter dir. Und sie sagt zu dir: Haltet ein, senkt eure Waffen. Du siehst auch, der Dieb, der was neben dir steht, senkt seine Keule nieder und kauert sich auch gleich auf ein bisschen zusammen. Der hat richtig Schmerzen. Also gut, wenn es die Hauptfrau der königlichen oder kaiserlichen Garde ist, der sollte man ja auch nicht widersprechen. Dann würde ich meine Waffen auch senken. Und in Erfahrung bringen, warum. Du starrst die Frau fragend an. Du entdeckst, wenn du bei ihr vorbeischaust, so circa ein Dutzend gräflicher Gardisten vor der Hütte. Und du bist dir sicher, würdest du dich jetzt gegen sie auflehnen, das würde für dich absolut aussichtslos sein. Du fügst dich und lässt auch deine Waffe sinken, worauf die Hauptfrau näher tritt an dich und ihre Hand auf deine Schulter legt. Mit festem Blick verkündet sie dann, dass du die Prüfung bestanden hast. Das war hervorragende Arbeit. Ihr habt uns nicht enttäuscht. Total verwirrt, was das jetzt soll, nickst du. Und dein Gegenüber, also die Hauptfrau, ignoriert halt deine Geste komplett und wendet sich zu den Dieben und sagt: Soldaten, ich danke euch im Namen Graf Emmerans für euer Schauspiel. Ihr könnt nun mit den anderen zurückkehren. Lasst eure Wunden versorgen. Sie wendet sich wieder zu dir und sagt: Wir zwei, dabei zeigt sie mit dem Finger auf dich, müssen noch zu einer Unterredung in die gräfliche Burg. Aber vorher gebe ich euch natürlich noch die vereinbarte Belohnung in Höhe von 4 Silbertalern. Da ihr so hervorragend die beiden Ziele ausgeschalten habt, verdreifache ich sogar eure Belohnung. Das heißt, sie überreicht dir jetzt 12 Silbertaler, die du dir gerne in deinem Heldenbogen notieren darfst. Ja. Und sie ge geht an deiner Seite quasi zurück zur Burg, wo sie dich in ihre Stube führt. Und du siehst da drinnen auch schon zwei andere Gestalten sitzen, nämlich einen großen, grimmigen Mann in Lederrüstung mit zwei Schwertern und auch eine kleine Zwergin. Und hier endet auch dein Solo-Abenteuer, lieber Sven, für heute. Nachdem du gleich so einen Sturmangriff losgelassen hast, hast du uns relativ viel Zeit erspart heute. Fertig. War ja Weia. gut. Aber auch du hast dein Solo-Abenteuer überlebt. Und erste Kampferfahrung. Warum auch lange zögern? Genau, Katzi. Auch erste Kampferfahrungen sammeln dürfen. Und wartest nun quasi auf die Hauptfrau, damit sie euch euren nächsten Auftrag ergibt in ihre Stube, zusammen mit einer Zwergin und mit einem, ja, Abenteurer, einem Kämpfer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche, am nächsten Sonntag, wieder mit unserer Elfe, mit der lieben Nira Katzenzorn. Ups. Falsches Bild. Und dann geht es schon in 2 Wochen jetzt an das erste, an das Gruppenabenteuer und da bin ich schon extrem gespannt drauf. Ich sage vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Sven, vielen lieben Dank, dass du Gerne, mitgemacht hast. war mir eine Ehre, hat Spaß gemacht. Ja. War heute kurz, aber das Sven einfach brachial reingestürmt. Also, bis morgen eigentlich schon wieder und habt eine schöne Zeit. Schönen Sonntag noch. Bye.